Hey Leute, hier ist Sebastian. Willkommen zu einer weiteren VFox HomeLab Challenge. Heute geht es in unserem Experiment um Druck. Als erstes habe ich leider schlechte Nachrichten, denn diejenigen von euch, der ein Smartphone keinen Drucksensor hat, was man daran sieht, dass der Eintrag Luftdruck in VFox ausgegraut ist, können heute leider nicht mitmachen. Aber keine Sorge, in Kürze folgt eine weitere HomeLab Challenge, die wieder für alle Smartphones funktioniert. Ihr habt ein Handy mit Luftdrucksensor? Prima. Was ihr dann noch braucht, ist ein Gefrierbeutel, den man luftdicht verschließen kann, etwas Pappe und irgendein Gewicht wie diesen Apfel hier. Öffnet nun VFox, wählt den Eintrag Luftdruck, startet das Experiment und weil uns der Graph gerade nicht interessiert, wechselt auf die Einfachansicht, weil da seht ihr dann einfach eben nur den aktuellen Luftdruck. Dann packt euer Handy in den Gefrierbeutel, blast ihn ein wenig auf, schließt ihn luftdicht und schon solltet ihr sehen können, wie sich der Luftdruck verändert, wenn ihr darauf drückt. Sollte eure Tüte nicht transparent sein und ihr deswegen den Druck nicht ablesen können, könnt ihr auch einfach im Menü den Fernzugriff aktivieren und dann mit einem zweiten Gerät, einem Laptop, einem Tablet oder einem weiteren Smartphone ebenso den Wert ablesen. Wenn ihr also jetzt eine ordentlich aufgeblasene Tüte habt, deren Luftdruck ihr ablesen könnt, schneidet ein kleines Stückchen Pappe aus, um eine Fläche für euer Gewicht zu definieren. Platziert euer Gewicht darauf, da muss man ein wenig balancieren und lest den Druck ab, den ihr dabei erhaltet. Dann schneidet eine größere Pappe aus und wiederholt das Experiment. Und die große Frage ist jetzt, was beobachtet ihr? Ist der Luftdruck größer, weil ihr eine größere Fläche habt? Oder ist der Luftdruck kleiner bei der größeren Fläche? Oder seht ihr sogar denselben Luftdruck, weil ihr letztendlich das gleiche Gewicht draufgelegt habt? Teilt eure Ergebnisse, Gedanken, Fragen und Videos von eurem Aufbau einfach auf Twitter oder Facebook unter dem Hashtag HomeLabChallenge und wir werden in ein paar Tagen ein Follow-up-Video machen und diese diskutieren. Also bleibt gesund, wir sehen uns in ein paar Tagen.